Ja, moin moin, herzlich willkommen zu Skyrim und ja, in der letzten Folge war ich ja hier in der Höhle und zwar in Weltkarte, genau, hier Helmers Schande auf dem Weg nach Ivarstadt und ja, da das alles ein bisschen lang geworden wäre, habe ich mich dazu entschieden weiterzuspielen und noch weiter aufzunehmen. Ha, und da geht's wieder raus, wa? Ja, natürlich. Okay, hätte ich das natürlich gewusst. Ach nee, doch nicht, geht noch weiter. Gut, dann war das ja doch eine ganz gute Entscheidung, die Folge mit einem kleinen Cliffhanger zu unterbrechen. Alter, was ist er denn? Was ist das? Riesenspinne. Krass. Ah, das ist wieder so ein Teil, was man ziemlich am Anfang hatte ich das mal. Da war ich noch froh, dass die nicht hinterherkam. Okay, jetzt geht's hier mit Frost. Aha. Spinnen weiter. Da geht's weiter, okay. Kann man da noch ran? Kann man das vielleicht runterschießen? Na gut. Dann geht's jetzt weiter. Ah, das ist alles so eng hier. Das gefällt mir gar nicht. Achso, und nochmal ganz kurz, hatte ich ja in der letzten Folge angekündigt. Wie seht ihr das mit den Büchern? Soll ich das so weitermachen? Achso, dass ich die dann immer kurz mal durchblättere, die sie lesen könnt. Weil ich halt, wie gesagt, immer nicht weiß, ob ich das schon mal hatte oder nicht. Ich meine, wenn ihr was doppelt lest, dann könnt ihr natürlich weitermachen. Könnt ihr mal ganz kurz, sonst, wenn ihr Bock habt, in die Kommentare schreiben. Und bis da irgendwas steht, also wenn da nichts kommt, dann mache ich natürlich weiter so, dass ihr die Möglichkeit dann habt, hier auch die Bücher zu lesen. Wemer-Gesetze hatte ich schon. Das weiß ich jetzt gerade. Kaiserreich Band 1, ja, bei diesen ganzen Bänden, da verliere ich immer den Überblick. Das kann ich nicht so genau sagen. Deshalb lasse ich die einmal hier ganz kurz durchlaufen. Da reicht man 4, hatte ich bestimmt auch schon mal. Und dann sind das auch noch mal so lange Bücher. Stadt der Steine, das hatte ich noch nicht. Gut, weiter geht's. Was war das? Alter! Da hat aber jemand gute Ohren. Gesicht, Freundchen. Boah, nehmen wir doch mal alles mit.
Ja, ganz coole Höhle bisher, muss ich sagen. Auch so jetzt hier mit dem kleinen Fluss, der da durchläuft. Da haben die Macher sich hier schon nette Sachen ausgedacht. Da sind mehrere Gegner. Natürlich. Ja, du. Daneben geschossen. Mann, Mann, Mann. Okay, das eine war auf jeden Fall ein Vampir. So ein Ghoul oder sowas. Ah, viel zu hoch. Schon wieder viel zu hoch. Jetzt meine Chance. Nein! Oh, Vampirmeister. Mann, ey. Wieso schieße ich denn auf einmal jetzt so hoch damit? Vielleicht auch nicht. Ich schleiche mich schnell wieder weg. So, Schleichen läuft schon mal ganz gut hier voran. Naja, das ist ja nur dieser Diener, den brauche ich, glaube ich, nicht platt machen. Leider der einzige, den ich gerade im Schussfeld habe. Oh, mit so einem Meister ist bestimmt nicht unbedingt gut Kirschen essen. Ah, doch, getroffen. Yeah. Tja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der so doch leicht zu bezwingen ist. Sehr gut, makelloser Granatstein. Ah, was hat denn der Meister so dabei? Gar nichts Besonderes, das hätte ich jetzt aber schon vermutet. So, hier sind die Zuschauerränge für Menschenopfer vielleicht, keine Ahnung. Ads sehe ich auch hier wieder nicht. Hier sind die ganzen. Ach, schau, meine Pfeile, cool. Oh.
Fall mal alles mitnehmen. Kann ich die Pfeile dann noch rausholen? Ja, kann ich. Sehr gut. Oh, ein Menschenopfer. Gerade eben noch drüber lustig gemacht, mehr oder weniger. So, haben wir sonst noch irgendwas? Sieht jetzt gerade nicht so aus. Gut, dann geht's hier wohl mal weiter. Ja, die Kiste noch am Start. Und ich denke fast, dann sind wir hier durch. Mal gucken. Meridias Stern. Genau sowas meine ich nämlich zum Beispiel. Ich meine, gut, das hat jetzt einen Wert 0. Das wird sicherlich irgendwie ein Quest-Item sein. Zwergen. Alter, ein Zwergenbogen. Oh, 24 Schaden. Ich drehe ab. Steinhaut habe ich schon. Eine neue Hand berührt den Stern. Hört Was? mich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Aha, gut. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreath zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Ja. Zum Berg Kinkreas. Statue für Meridia, natürlich. Am Arsch der Welt. Na gut. Denke, hier sind wir erstmal durch. Würde ich mal fast behaupten. Ja. So. Wo bin ich hier jetzt herausgekommen? Oh, was ist hier los? Ich spüre einen seltsamen Durst. Aha. Ich glaube, von hier bin ich gekommen. Hier unten müsste der Höhleneingang sein. Genau. Ah ja. Gut. Bis jetzt habe ich gerade nicht geguckt, was da genau stand. Oh, hallo. Ihr seht nicht gut aus. Wie fühlt ihr euch? Hier ist nichts zu sehen. So, hier kann ich leider gerade nicht wirklich sehen, ob ich irgendwie krank bin oder. Das habe ich noch nie benutzt oder, keine Ahnung, gesehen, wie man das macht. Hier irgendwas? Nicht wirklich. Aber ich konnte auf jeden Fall nicht mit dem Jäger reden. Und der sagte ja auch, ich sehe krank aus. Muss ich auf jeden Fall nochmal gucken.
Bin ich überhaupt noch richtig? Oh, könnte gut sein. Ich mache, glaube ich, sonst mal wieder mein Hologramm an hier. Genau, hell sehen. Nee. Ja, es sieht eigentlich ganz gut aus vom Weg her. Könnte das ganz gut. Moment, da steht jemand. Oder? Da steht auch jemand. Okay, es scheint kein Böser zu sein. Maik weiß viel und als Maik ist jetzt müde, geht jemand anderem auf die Nerven. Mäutchen. Der steht da einfach mal so rum, ohne Lagerfeuer, mitten im Schnee. Okay, hier bin ich, glaube ich, richtig. Was? Ah, Hund. Oder Fuchs, wie auch immer. Oh, es wird langsam wieder grün. Da läuft irgendjemand. Ich denke mal, es wird wieder so ein Jäger sein. Ah, doch nicht. Verdammte Axt. Das würde ich gerne noch ein bisschen früher erkennen, ehrlich gesagt. Also, das finde ich ein bisschen schade. Weil ich da nämlich dann noch viel besser was mit dem Bogen machen könnte. Aber ich habe auch keinen Bock auf Unbewaffnete zu schießen, beziehungsweise auf friedliche Tiere, wie auch immer. Wo geht's wohl hier hin? Ui. Okay, hi Bär. Boah, Alter, der ist aber. Uhuhuhu. Der ist schon ein bisschen kräftiger, der Kollege. Ohohoho. Alter Schwede, der haut rein. Und der ist schnell. Ah. Boah. Haus, 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 Haus. Oh, fuck. Alter Schwede. So, ja. Dann bin ich gerade nochmal gestartet. Bin jetzt ein Stückchen des Weges gelaufen. Und anstatt dass Malik hier steht, war hier gerade so ein Skoma-Verkäufer. Und ja, der Kollege, ich habe natürlich gesagt, hey, das ist doch verboten. Da er mich jetzt nicht zu einer Wache laufen lassen wollte. Blitzding sehe ich ihn jetzt. Nee, hat er mich angegriffen. Und ja. Alter, der hat sich geheilt. So. Freundchen. Zucker. Alter Schwede, der hat aber nette Sachen dabei.
Das Ding brauche ich jetzt nicht. Das nehme ich mit. Skoma nehme ich natürlich alles mit hier. So, die darf ich anbehalten. Okay, ich weiß auf jeden Fall jetzt, dass ich da gleich nicht zum zum Bären hochlaufe. Und falls die Wölfe noch da sind, ich verstecke mich mal eben. Ah ja, da stehen sie jetzt, okay. Aber diesmal möchte ich sie gerne mit dem Bogen erledigen. So. Das wäre geschafft. So. Und nichtsdestotrotz einmal ganz kurz auf die Karte gucken. Hoch, Roskar. Da muss ich doch eigentlich auch hin. Das Problem ist nur, jetzt weiß ich nicht, ob ich da... Also ich laufe auf jeden Fall nochmal hoch, denke ich. Gucken, ob der immer noch da steht. Ah, er steht tatsächlich immer noch da. Na gut, dann ist das auf jeden Fall noch nichts für mich. Läuft er mir daher? Ne. Gut. Okay. Hm, ich weiß ungefähr, wo es lang geht. Ist das hier? Kürbisse. Ah, hier ist gar keiner drin. Sondern ein zweiter. Tagebuch des Alchemisten. Schmetterling. Was haben wir hier noch? Bücher. Ethereum-Kriege. Das da oben nehme ich doch gern noch mit Glühstaub. Ja, Rest lasse ich immer. Wo auch immer er gerade sein mag. Vielleicht ist er Kräuterpflücken, ich weiß es nicht genau.
Aber ein uriges Haus, so mitten. Einmal im Nichts, so ein bisschen. Okay, das ist gut, dass ich hier die Alchemistenhütte habe, weil von da aus kann ich dann irgendwann mal da hochlaufen. Und dieses neue. Erkunde irgendwas. Festung. Festung Dämmer. Okay. So, das Problem ist jetzt nur, diesen komischen Schrein. Ach, da. Natürlich auch ganz am anderen Ende. Gut. Egal, lassen wir uns nicht von beirren. Wir sind schon so gut. Auf dem Weg. Trotzdem noch einmal hier gucken, ob irgendwas geht. Ne, okay. Sieht ja ein bisschen nach Grafikbug aus hier gerade. Gut, kann aber passieren, denke ich. Wo geht's denn hier hin? Ist auf jeden Fall nicht die Richtung, in die ich muss, aber ich muss auf jeden Fall mal gucken, was hier geht. Ob hier was geht. Eieieiei. Das sieht auf jeden Fall mal richtig schick aus. Müsste das ja irgendwo da in die Richtung kommen. Oh, da sehe ich glaube ich schon was. Sollte ich es tatsächlich geschafft haben. Nach mehreren Folgen Planung. Und immer wieder Plan B. Könnte es jetzt endlich soweit sein. Aber das hat. Ah. Ah. Kacke. Wo kommen die denn jetzt her? Probier es erstmal mit dem Bogen. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich war, aber auf jeden Fall sowas wie. Das hat ja auch schon die anderen Teile ausgemacht. Ich möchte gerne irgendwo hin und sieht in der Entfernung, oh, da könnte was sein. Schon ist man davon ab und. Also vom eigentlichen Ziel. Aha. So wie jetzt zum Beispiel.
Dinger sind so schnell. Voll krass. So, ich hoffe mal, der folgt mir nicht. Boah, das sieht ja noch größer aus als der andere. Ups. Wo ist er? Wo ist er denn hin, der Meister Petz? Da, nee. Also ich werde natürlich nochmal da sein. Vorher in die Höhle reingucken. Na gut. Dann nehme ich jetzt doch mal lieber die Nahkampfwaffen. Alter Schwede. Also die Bären sind echt übel. Aber nichtsdestotrotz muss ich mir auf jeden Fall einmal die Honigstrandhöhle angucken. Ich meine, gut ist natürlich schon mal, dass sie nicht hinterherkommen, wenn man irgendwie jetzt hier eine Instanz betritt bzw. rausgeht. Oh. Ich hoffe, ich komme hier gleich wieder raus. Wäre schlecht, wenn nicht. Ziel Himmelsrand. Ja, ich möchte gerne nach Himmelsrand, bitte. Hallo. Ich mache mal kurz auf Pause. Und hoffe, ich komme hier wieder raus. Bis gleich. So, ich habe es tatsächlich geschafft, da wieder rauszukommen. Ich bin einfach mal runtergesprungen und bin dann hier gelandet. Ja. Komm schon. Flüchten! Oh, fuck. So, also alles nochmal auf Anfang. Ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt bin. Vom Schaden auch her. Auf jeden Fall laufe ich erstmal raus. Zwei Bären, das ist echt übel. Zumal die auch sofort wissen, aus welcher Ecke ich schieße. Bin ich vielleicht beim Schleichen noch nicht ganz so gut. Aber das geht gar nicht.
Obwohl, ich könnte jetzt den Bären, der fast platt ist, den könnte ich platt machen. Gegen den anderen kämpfe ich. Das werde ich gleich mal probieren. Wie sieht meine Veränderung? Eichenhaupt. Sehr gut. So, probieren wir das mal so. Vielleicht halte ich da ein bisschen länger stand. Ah, der ist hinter mir. Ah. Ja gut, das war natürlich doof. War gut, dass ich die Eichenhaut anhatte. Ich glaube, das hat mir so ein bisschen das Leben gerettet gerade. So. Eieiei. Aber schon seltsam, dass die Bären schwieriger sind als Vampire oder ähnliches. Na gut, die Trolle waren auch schon fies. Allerdings ist leider die Höhle so klein, dass man sich auch schlecht verstecken kann. Das wird wahrscheinlich auch damit zusammenhängen. Ach fuck, ich war gar nicht geduckt. Deshalb kommt er jetzt natürlich. Oh Mann, ey, was ist denn jetzt los? Ich muss mich mal wieder ein klein bisschen konzentrieren. So, schnell noch einmal gucken, ob ich das überhaupt wieder benutzen kann gerade. Was denn umwandeln? Achso. Gut. Das hätten wir schon mal. Jetzt kriegt er einen Schuss mit dem Bogen und den Rest wird gekämpft, wenn er weit genug weg ist. Warum denn nicht gleich so? Meine Güte. Das war eine schwierige Geburt. Mensch. Tut mir leid. Aber manchmal verhalte ich mich noch ein bisschen doof. Das Buch würde ich mir gerne einmal angucken. Es hört sich nach einem neuen Quest an. Achso, oder ist es einfach ein... was die Fertigkeiten steigert. Sehr schön. Sehr gut. War es auch schon wieder? Na gut. Kleine gemütliche Höhle. Der erst ein Dieb bewohnte und dann die beiden Bären. Jetzt ich, wenn ich wollte. Okay, der ist platt. Ne? So, wie sieht's aus? Ich bin nicht mehr allzu weit entfernt. Ich denke, jetzt werde ich da hinlaufen und dann mal gucken, was dort so geht. Fische.
Da läuft auf jeden Fall schon mal eine Wache. Das hört sich gut an. Gasthaus. Was haben wir hier so? Die Graubärte haben das Drachenblut nach Hochrotka gerufen. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Was könnte das zu bedeuten haben? Die Rückkehr des Drachenblutes? Und wem von uns würde eine solche Ehre zuteil werden? Machst du denn ganz alleine hier auf der Seite, Nafi? Ihr seht schlimmer aus, als ich mich fühle. Ryder war da und dann weg. Ist Pflanzen sammeln gegangen und kam nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Nein. Alle haben gesucht und niemand konnte sie finden. Wilhelm hat gesagt, dass sie wiederkommen wird. Hat gesagt, Nafi, keine Sorge. Ryder wird zurückkommen. Von Vater habe ich mich verabschiedet. Von Mutter habe ich mich verabschiedet. Ryder geht und Nafi kann sich nicht verabschieden. Das macht Nafi sehr, sehr traurig. Nafi muss sich von Ryder verabschieden können. Von Vater habe ich mich... Das macht Nafi sehr, sehr traurig. Mhm. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Ryder! Ryder! Na, der hat nicht so viel Sünde. Ich werde ihm die Sachen hier lassen. Und Wilhelm soll ich jetzt nach Ryder fragen. Gott. Oh. Reißender Strom. Was haben wir hier? Sternenschuppen. Okay. Wen haben wir denn hier? Auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrock gar nicht bereit. Aha. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärte nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Ich wünschte, ich könnte öfter... Seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Ich war schon oft im Kloster. Hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen. Ich möchte es auch gar nicht. Als Meister des Tuum können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten. Nicht, dass sie das vorhätten. Sie scheinen friedfertig, aber ich würde sie nicht provozieren. Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch, also Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Wirklich, das wäre nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war es schon. Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber mit mehr hatte ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand wie ihr nicht fertig werden könnte. Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Seid okay. Dort oben. So, da hat sich das doch gleich schon mal quasi erledigt. Und ich habe den Auftrag und weiß, wie ich es machen soll, da hochzukommen. Und jetzt hier so hin. Erstmal schnell alles erkunden. Vielleicht nicht, dass ich was übersehe. Ach, noch was. Na super. Da werde ich auf jeden Fall in der nächsten Folge dann auch noch mal reingehen.
Ach, das Meer ist hier gar nicht, wa? Das ist ja übersichtlich. Max Haus, ja, das war der, mit dem ich gerade gesprochen habe. Und dann ist hier noch die Gaststätte und dann war es das eigentlich schon fast. Vielleicht ist Wilhelm ja hier drin. War es auch nicht so viel los hier? Wilhelm, hallo! An eurer Stelle würde ich mich vom Hügelgrab im Osten der Stadt fernhalten. Da spukt es. Das war das, wo ich gerade eben werft einen Blick drauf. Dran vorbeigelaufen bin. Oh, Wilhelm hat nicht so viel Gold. Was hast du denn? Schablut. Der Wasseratmung. Das ist natürlich. Das ist aber gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich denke, sowas kann man gut mal mitnehmen. Salz auch nochmal mitnehmen. So, was habe ich denn zu verkaufen? Okay, so, was haben wir hier? Ich möchte ein Zimmer mieten. Die Graubärte sind ziemliche Eigenbrötler. Ich glaube nicht, dass sie ihr Kloster jemals verlassen haben. Ab und zu kommen Pilger hier vorbei, die unterwegs zum Gipfel sind. Aber so gut wie alle kehren unverrichteter Dinge wieder zurück. Da gibt es nicht viel mehr zu sagen. Dort spukt es. Also solltet ihr euch fernhalten. Hört, ich habe einen dieser Geister mit eigenen Augen gesehen. Als er mich anstarrte, brannte sich sein Blick durch meine Seele. Ehrlich. Zum Glück scheinen sie in der Nähe des Hügelgrabes zu bleiben. Ich glaube, sie bewachen es. Ist auf jeden Fall nicht gut fürs Geschäft. Wer will unweit eines verfluchten Hügelgrabes schon Zimmer mieten? Wenn ihr glaubt, ihr könntet etwas ausrichten, dann nur zu. Vor ein, zwei Jahren ist hier ein Kerl namens Vindelius durchgereist. Er sagte, er sei so eine Art Schatzjäger. Ich habe ihn davor gewarnt, da reinzugehen, so wie ich euch warnte. In der darauffolgenden Nacht hörten wir Schreie aus dem Hügelgrab und das war's. Wir haben ihn nie wiedergesehen. Der ist harmlos. Er befindet sich in diesem Zustand, seit seine Schwester Raida vor über einem Jahr verschwunden ist. Er lebt zurückgezogen im verfallenen Bauernhof seiner Familie auf der anderen Flussseite. Das habe ich nur gesagt, damit der Arme sich besser fühlt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie tot ist. Raida hat immer Zutaten gesammelt auf der kleinen Flussinsel östlich von hier. Eines Tages ist sie dann einfach verschwunden. Ich habe nach ihr gesucht, aber sie ist nie wieder aufgetaucht. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Haltet im Hügelgrab die Augen offen, sonst erwischen sie euch. Ist klar, hoch. Okay. Dann mache ich mal eine kurze Pause hier. So, kurze Pause. Ich habe mich immer hingesetzt, denn ich habe gemerkt, wie ich, glaube ich, schon in der letzten Folge ansprach, wenn ich Morrowind daddle, dann vergesse ich die Zeit ganz gerne mal. Die halbe Stunde ist schon massig überschritten. Deshalb werde ich jetzt hier eine kleine Pause einlegen und bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Runde geht es dann weiter. Und zwar wollen wir dann hier einmal natürlich diese Hügel entdecken. Wir wollen hier auf die Insel, um die Überreste zu suchen. Und von hier geht auch die Treppe hoch nach Hoch Hrothgar.
Da haben wir jetzt auch eine Quest bekommen. Dies wird dann alles in der nächsten oder auch in der übernächsten Folge, je nachdem, wie lange das hier dauert, dann geschehen. Ja, liebe Leute, ich sag mal vielen Dank fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao, ciao.